Hallo ihr Lieben, bei bestem Grillwetter machen wir heute was Fantastisches und zwar einen Crispy Pork Belly Burger und wir starten mit dem Marinieren vom Fleisch. Dazu haben wir einfach ein bisschen Sojasauce, dann ein wenig Zucker. Etwas von dem Bier. Und das verrühren wir jetzt, bis dass sich der Zucker komplett aufgelöst hat. Perfekt. So. Jetzt geben wir was von der Marinade. Die Platte. Dann natürlich unseren Schweinebauch. Den haben wir schon geschnitten. So. Jetzt noch ein bisschen Marinade. So. Schön abdecken und den marinieren wir jetzt ca. 30 Minuten. In der Zwischenzeit schneiden wir unser Weißkraut und unser Rotkraut für den Salat. Hierbei einfach ein, zwei Schichten abmachen, dann kann man den Kohl besser greifen und in schöne, feine Streifen schneiden. So, den festen Strunk, den könnt ihr dabei aussparen. Den brauchen wir nicht. So, dann noch ein Stück. So, jetzt machen wir unseren Weißkohl. Auch hier das gleiche Prinzip. Ein paar Schichten abnehmen und danach in feine Streifen schneiden. So, noch ein kleines Stück dazu. So. So, als nächstes werden wir unseren Krautsalat abschmecken mit
ein wenig Honig. Dann ein bisschen weißen Balsamessig. Etwas reines Pflanzenöl. Und natürlich etwas Bier. Zu guter Letzt Salz. Und ein wenig Pfeffer. So. Und jetzt schön miteinander verrühren. Und für einen ganz feinen Geschmack geben wir jetzt noch ein wenig Vanille dazu. Das macht unseren Krautsalat besonders. Einfach halbieren und mit der Messerspitze über die Schote reiben. So. Super lecker. Als nächstes bereiten wir jetzt unsere Zwiebeln vor. Und zwar einfach die kleinen Zwiebeln halbieren. Dann geben wir dazu ein bisschen Zucker. Etwas Currypulver. Ein wenig von unserem Bier. Etwas Butter. Und ein wenig Limettensaft. Unseren Grill, den haben wir bereits für 180 Grad direkte Hitze vorbereitet und werden jetzt unsere Zwiebeln 4 bis 6 Minuten in diesem Sud schmoren. So, die Marinierzeit von unserem Schweinebauch ist um und den werden wir jetzt auch grillen. Dazu einfach aus der Marinade nehmen.
Leicht abtupfen. Und den grillen wir jetzt auch 3 bis 4 Minuten von jeder Seite. Kurz vor Grillzeitende geben wir unsere Burgerbrötchen mit der Schnittfläche auf die direkte Hitze, um sie ganz leicht anzurösten, und dann können wir schon anrichten. So. Die Grillzeit für unsere Zwiebeln und für unsere Schweinebauch ist fast rum, und jetzt rösten wir unsere Brioche. Wie das duftet. So. Und jetzt bauen wir unsere Burger zusammen. Dazu einfach ein wenig süßen Senf auf die Schnittflächen streichen. Dann ein bisschen Sommersalat dazu. Dann natürlich was von unserem Salat. So. Dann haben wir jetzt unser Fleisch. Einfach in schöne Tranchen schneiden. Gehen wir noch drauf unsere Zwiebeln. Den Weißkrautsalat.
So. Ich werde jetzt den ersten essen und wünsche euch viel Spaß beim Nachgrillen.